Hallo, ich darf euch wieder begrüßen zum nächsten Teil. Und wir haben das nächste Design hier vom Marussia von der 2013er Saison. Jetzt haben wir eh schon bald alle. Hier mal der Marussia kurz zum Anschauen. Von der 2013er jetzt. Sieht man doch ein bisschen Unterschiede da vorne, das Weiß und so, und das Design doch ein bisschen anders. Ja, das einmal das Auto. Dann haben wir noch hier den Caterham Renault haben wir hier auch noch. Ja, glaube ich, Guido van der Garde auf jeden Fall dabei ist. Heute Fahrer weiß ich jetzt gar nicht. Haben sie zwei neue. Haben wir im voriges Jahr auch Kers bekommen. Mal schauen, ob die einen Schritt weiterkommen vielleicht. Das mal auf jeden Fall der Caterham vom Design her. Und dann haben wir noch den neuen Mercedes Petronas. Haben wir auch schon. Auch jetzt nicht die über drüber Veränderungen, aber schon kleine Details, die man erkennen kann. Ja, das mal der Mercedes. So, herzlich willkommen in Bahrain noch einmal, diesmal direkt von der Strecke. Ja, hier 30 Sekunden vor Schluss, meine schnelle Runde habe ich gemacht und ich fahre auch nur eine mit dem weichen Reifen, eine schnelle Runde, mehr nicht, egal was jetzt noch passiert. Schauen wir mal rein, 16 Sekunden noch vor Hamilton, Schumacher, Grosjean, Rosberg, Perez, Vettel. Button im ersten Ding ausgeschieden, Maß habe ich gar nicht geschaut, wo der ist, wahrscheinlich wieder im Q1 ausgeschieden. Ja, war eine wirklich gute Runde, ohne wirklich einen Fehler drin. Und ist sich ausgegangen, wir sind auf Legende, kurz dazu gesagt, das geht auf der Strecke. Müsste auch im Rennen funktionieren, glaube ich. Wird aber auf jeden Fall auf Legende, wird sicherlich hart, dass man da ums Podest mitfahren kann. Aber der vierte hier schon mit einer Sekunde Rückstand, Grosjean. Schumacher diesmal der Mercedes-Pilot vorne. Das ist gut, wenn er hier vorne starten kann. Dann kann er seine Stärken ausnutzen. Ja, Rosberg auf der 5 auch nicht weit weg. Perez überraschend, Vettel, ja, Qualifying. Fällt ihm da rund immer die Sekunde, kann man grob sagen. Da ist er nicht gut dabei. Obwohl er ist eh nur ein, zwei Zehntel dann hinter Grosjean noch. Also von dem her ist es nicht ganz so dramatisch. Alonso hat da 1,5, der hat dann auch mehr. Maldonado hat sich als 10er qualifiziert, 3 können hier nur 8er wieder. Der ist immer meistens schlechter wie Grosjean. Auch hier eben echten Formel 1 bei den Tests in Jerez, glaube ich, Grosjean schnellster gewesen, was ich da jetzt zum Schluss noch gehört habe. Ganz überraschend. Ja, Pole auf Legende hier in Bahrain. Die Strecke liegt uns halbwegs gut eigentlich. Schauen wir mal über die Renndistanz, da im Regen haben wir uns ja nicht ganz so ausgezeichnet im letzten Rennen mit dem McLaren. Jetzt schauen wir mal, jetzt steht zumindest mal 0% Regen. Aber das heißt nicht immer das Richtige. Da haben wir noch Schumacher gesehen. Schauen wir mal, was geht. Ich hätte mal gesagt, ich werde wieder die Strategie nehmen, dann zum Schluss hart. Wenn das die Strategie mal generell zulässt. Ja, steigen wir mal ein. Schauen wir uns das gleich einmal an hier. Auf jeden Fall einmal auf Ding. Weich, dann hart und dann zum Schluss wieder weich. Wollen sie uns da eintrichtern? Ah, wenn ich das vorher gewusst hätte, dann hätte ich können da im zweiten Stint fast den härteren einmal probieren. Aber da sind wir auch auf die sichere Variante gegangen. So, 13 Runden. So. Wir werden wieder unser Standard-Setup nehmen mit dreimal weich und einmal hart. Das werden wir immer nehmen, wenn wir
quasi von ziemlich weit vorne bzw. von der Pole starten. Das ist dann ziemlich mein Lieblingssetup, sage ich mal so, von der Strategie her. Das werden wir so fabrizieren, wenn es passt. Wenn wir weiter hinten vielleicht starten, können wir da was probieren mit einem harten Reifen mal. Aber mir ist das fast so am liebsten. Normal die Ding wieder, das lassen wir auch. Das passt eigentlich. Ja, Hamilton, Schumacher, Grosjean, Rosberg, Perez, Vettel, Räikkönen, Alonso, Maldonado. Schauen wir noch ganz kurz nach hinten. Button, ja, Kobayashi, Glock, gutes Qualifying, Hückenberg, Big Senna, Massa 18, da ja, da ist er immer, komischerweise immer die gleiche Position, Senna immer 17er, glaube ich. Kobayashi ist mal letzter, Wern, Katekian, Della Rosa, okay. Und los geht's. So, die Startaufstellung. Grosjean hier, ja, der einer der harten Gegner. Du hast heute gute Chancen, in den Punkten zu landen. Ja, das glaube ich auch. So, startfrei. 57 Runden bei rein, 100% Legende. Dritte Saison, Red Bull. Bernie Baum. Schumacher, ja, Grosjean, Hamilton, alle da, die hier um die WM kämpfen. Solle trocken bleiben, habe jetzt gar nicht geschaut, aber Schumacher zweiter, dritter sind wir da oben. So, mal ganz entspannt hier fahren, konzentriert, aber ganz entspannt. Erste Runde. Schweres Auto aufpassen, kalte Reifen. Ah, Reifen sind schon okay. Wir müssen Schuhmacher noch immer da hinten, ja. Ohne DS wird sich jetzt wahrscheinlich in der ersten Runde nicht viel verschieben. Sonne, so wie es in der Wüste sein sollte. Na, hier dann vorne die DS-Messzone. Da müssen wir aufpassen. Dann die lange Gerade. Na, schaut nicht aus, als ob wir da so locker vorbeikommen. Ja, hier im letzten Sektor hat sich der Computer wieder eingestellt, dass er rankommt. Ja, wird schwer, wenn hier Hamilton abzuschütteln. Schumacher noch zweiter, Grosjean glaube ich dritter. Ja, Vettel hinten gar nicht so schlecht, auch glaube ich auf 5 unterwegs, hat da eventuell sogar eine Position gewonnen, unter Umständen. Gut unterwegs. Oh, oh, aufpassen, aufpassen. Nicht hier. Ja, ich glaube, wir werden uns das Kers dann, wir schauen uns das jetzt einmal an, taktisch aufbehalten, für die lange Gerade, glaube ich. Boah, aber hier schon Schlangenlinie hinter uns fahren. Hamilton und Schumacher. Benzin haben wir jetzt noch keins raus. Jetzt kommt er nicht dran. So, der ist mal aktiviert, jetzt wird es interessant. Jetzt beginnt das Rennen. Ah, da zieht es uns raus bei der Regenrinne.
Ah, da ist auch was mit Anbremsen, das war ein Fehler. Ah, Grosjean könnte die Gunst der Stunde gleich nützen. Hamilton liegt knapp hinter dir. Ah, hat sich alles wieder eingependelt. Ja, da hinten haben wir gesehen, Vettel auf der 5. Mal schauen, wie er es über die Distanz heute schafft. Wir haben gesagt, kein Kehrs. Was brauchen wir für die Zielgerade? Ah, wenn die jetzt schon so schnell sind. Eieiei. Ah, hinten, leider Vettel, hinten sehen wir schon wieder, hält schon wieder die anderen auf, der hat schon wieder langsam in Speed, leider. So, jetzt mal voll raus, alles was wir haben. Zum Verteidigen. Ah, das sieht gut aus. Ja, ein Vettel da hinten anscheinend schon wieder von mindestens zwei Autos überholt worden. Naja. Ah, schaut nicht gut aus, wie Vettel ist drinnen. Ah, ist das Heck ein bisschen instabil hier mit dem schweren Auto in der Kurve? Geht auch, geht nicht so schnell. Ja, die würden uns hundertprozentig davon fahren. Also die drei zumindest. Jetzt sieht genau aus, das ganze Kehrs. Gut, jetzt kommt aber. Und schon verbremst. Wir haben einen Platz verloren. Bleib ihm auf den Fersen und hol ihn dir zurück. Ja, nur wegen der Verbremser hier. Ah, ohne Kehrs haben wir da auf der Geraden ein bisschen verloren, bei der Gegengerade. Das ist Hamilton, schnapp ihn dir. Ein bisschen über dem Limit. Wir haben halt DRS. Von dir absetzen zu wollen. Er nutzt die volle Drehzahl. Maximale Leistung. Hm.
Noch sind wir dran. Hat er schon einen leichten Fahrfehler gemacht. Ja, der rutscht auch ein bisschen raus, Hamilton. Ja, ich muss hier das ganze Kers raus, dass ich eventuell ins Ding reinkomme. Oh, wurde verteidigt, das habe ich nicht gut an. Aber wenn ich DRS habe, geht's. Gott sei Dank. Na, das glaube ich nicht. Na, jetzt haben wir eine Bremsung auch hier. Wir sehen also 50 Runden noch. Ah, noch können wir einigermaßen mit hier. Wir haben sogar eine violette Zeit. Das können wir sogar ein bisschen Kehrt darauf behalten. Ja, aber hier raus, das ist gar nicht so schlecht. Ja, da ziehst du wieder rüber. Das war die schnellste Rennrunde. Weiter so. Das war der schnellsten Rennrunde. Wieder in die depperte Regenrinne links rein. Ah, Grosjean muss er wieder abreißen lassen auf Schumi. Will ihn auch nicht attackieren, will er den Motor schonen wahrscheinlich. Grosjean denkt da schon ein bisschen Richtung WM auch wahrscheinlich. Sieht, dass er nicht viel schneller ist, deswegen braucht er nicht wirklich überholen. Schaut sich das Ganze mal da von P4 an, ganz in aller Ruhe. Ja, wir vier sind da jetzt ziemlich weg eigentlich von dem Rest. Ja, wenn es Pech haben, sind wir draußen eigentlich. Ja, sind wir auch. Der Vorsprung auf deinen Verfolger beträgt weniger als eine Sekunde. Pass auf, er wird vielleicht DRS nutzen, um dich zu überholen. Ah, wir sind zu weit weg hier. Ja, schade. Jetzt kommt er. Und da bringt die Kampflinie eh nichts. Bleib an ihm dran. Vielleicht macht er einen Fehler. Ah, jetzt hat uns Schumi auch.
Ja, da hätte man müssen, einfach in der Runde auf Defense setzen, das haben wir ein bisschen verschlafen. Hamilton wird wohl in den nächsten zwei Runden an die Box fahren. Da können wir an Schumi dranbleiben. Ah, hinter Grosjean kommt da auch schon einer. Na, ah, das war auch nicht optimal. Gutes Tempo, gutes Tempo. Ja, warum Vettel da hinten so langsam ist, ich verstehe das nicht. Ja, es ist sicherlich egal bei der langen Entfernung, wo wir da vorbeifahren. Ah, wieder mal zu spät gebremst, selber schuld, mit dem DS. Na, wollten wir wieder mehr, als möglich war. Ja, mit dem Zweikampf helfen da natürlich Hamilton, dass er sich ein bisschen absetzen kann. Na, spricht aber alles für Hamilton. Was er da kurz hinter Grosjean noch tut. Da ist schon Button von der 11. Ja, unglaublich. Der hat sicher einen Speed. Alonso auch gut. Ross. Ja, und Vettel ist hier irgendwie ganz weg. Na, ganz super. Da ist er. Auf der 14. Na genau. Das ist ja unglaublich. Ja, da fahren wir gleich weiter. Da fahren wir gleich weiter. 14. Ja, das ist ja... Wieder irgendwas kaputt haben an seinem Red Bull anscheinend, denn so langsam kann nicht einmal der Rennspeed sein. Naja. Schumacher ist der Nächste. Legen dir fern Überholung. Schau mal, vielleicht haben sie ja beim 213er dann besser eingestellt. Okay, dein Vordermann scheint sich jetzt von dir absetzen zu wollen. Oder vielleicht finden wir ja noch irgendwas. Maximale Leistung. Wir sollten eigentlich, ja, dass wir da Anschluss halten können zumindest. So, früher bremsen, jetzt haben wir es wieder. So, zwei Runden noch bis zum Stopp. Plus zwei Benzin, jetzt müssen wir noch ein bisschen sparen. Ein Fettgemisch. Ich glaube, hier überholen, das geht nicht. Wo es in der echten Formel 1 hin und wieder mal ein Überraschungsmanöver gegeben hat, glaube ich. Aber hier, boah, das ist hardcore. Da muss der andere auch schon ein bisschen mitspielen, sonst geht das nicht gut. Ah, schaut gut aus. Sollen wir es auch gleich einmal ohne
Fettgemisch probieren. Aber jetzt werden wir den Bremsmotor wohl hoffentlich erwischen. Schauen wir mal. 160 am besten. Wo ist er, wo ist er? Uiuiuiui, aufpassen. Das war da außen, ja, haben wir geschafft. Ja, 5-3 schon Hamilton vorne. Ich war noch Button an einen extremen Speeder, der einfach nur wieder da am Anfang vorgekommen ist. Schon wieder eine Sekunde langsamer, was ist denn da los? Warum fährt man wieder ohne jemanden vor einen? Wäre ich schon wieder langsamer? Gibt's ja nicht. Machen wir mal alles Kers raus. Und Schumi in die Box. Schumi fährt in die Box. Und wir fahren nächste Runde rein. Ja, da probiert das Schumi mit dem Boxenstopp. Dass uns eventuell austricksen kann anscheinend. Hat er gut gemacht, dass er da eine Runde vor reinkommt. Na Gott sei Dank bei 100% drinnen ist das Feld schon so weit auseinandergezogen. Dass ich über Boxenstopp dieser Park mit dem drinnen bleiben Gott sei Dank nicht mehr zutrifft. Ja, violette Zeit schon wieder hier. 5-8 Hamilton. Ja, wenn man den irgendwie... Wird schwer. Der wird ganz schwer. Da müssen wir top unterwegs sein, aber... Wenn er da keine außergewöhnlichen Probleme kriegt, wird schwer werden gegen Hamilton. Aber noch ist nichts verloren. Schauen wir mal, vielleicht hat auch jetzt gerade irgendwie das Fettgemisch ein bisschen genützt. Wenn er zurückstecken will. Gut, brauchen wir auch gute Routen. Ah, 6-5. Eieiei. Wo wir da gar nicht so schlecht unterwegs sind. Sprit sieht gut aus. Wir können von Gemisch 2 auf 3 wechseln, wenn du möchtest. Pause. So, weiter geht's. Ja, wo ist Schumi? Hinter uns? Aha, sehr gut, da haben wir da gar ein bisschen was gewonnen. Oh, frische, weiche Reifen. Jetzt habe ich geschaut, dass Hamilton raufgehauen hat. Vielleicht hat er ja mal hart oder so. Dann müssen wir mal attackieren. Na gut, wir fahren ja mehr oder weniger eh. Was geht? Jetzt haben wir noch zweite Runden und schauen mal, wer welche Reifen oben hat. Hinten hat sich nichts geändert. Grosjean, Schumi. Ah, da müssen wir vom Gas gehen, das ist nicht gut.
Ah, das war nicht gut, jetzt ist er sicher drin. Ah, da geht auch schon das Ding auf. Fallen wir mal Kampflinie hier. Na, wie gesagt, auf einem gewissen Abstand bringt das nichts mehr. Und gleich schnell ist die Runde von Schumi. Okay, Schumi hat mal die Weichen geraubt, das ist einmal klar. Auch schon hat da schon ein bisschen Rückstand. Ja, und Vettel, den Fahrmaschinenfahrzeug überrunden an. Der hat definitiv ein Problem. Schade, war da auch halbwegs dabei bei der WM eigentlich? Aber eben nur halbwegs und jetzt gar nicht mehr. Für uns einmal aktuelles Duell gegen Schumi. Na schauen wir mal, ist der so schnell, dass er vielleicht auf Hamilton ein bisschen aufschließen kann auch. Eine Runde haben wir jetzt noch drehen, dass da mal alle in der Box waren, aber gerade ist eh keiner drinnen. Dass wir da kurz noch einen Reifencheck mal machen, alle waren drin. Ja, Hamilton auf der härteren. Jetzt wissen wir es, Grosjean hinten auch auf der härteren. Ja, die werden dann zum Schluss wieder angreifen. Alonso diesmal auch härter. Ich will gar nicht schauen. Vettel 16. Unglaublich. Unglaublich. 16. Platz. Nein. Okay, Hamilton mal das Wichtigste auf Hard. Hinter uns Grosjean auch auf Hard. Das ist einmal die primären Infos, die wir uns da merken müssen. Das Grosjean darf nicht auf uns aufschließen, sonst schaut es nicht gut aus. Was ist da mit Schumi? Was zieht er auf einmal wieder sofort davon hier? Sind erst 15 Runden, ist noch nicht Ende eigentlich vom Race. Na, sind die da auf Legende doch eine Spur schneller, als ich mir das eigentlich gedacht habe. Na, der ist aber leider auch keins, das ist schlecht. Ja, ich bin ja echt ein Idiot, ich fahre ja auf Mager. Ganz super. Das haben wir wieder toll gemacht, haben uns selber ausgetrickst. Naja. Das ist ja meistens der eigene Fehler auch. Aber ich sag, wenn jetzt da vor uns fährt, sind wir motiviert, auch viel mehr sind wir meistens schneller, als wenn wir da alleine fahren würden. Ich hoffe, es bleibt noch bewölkt und ist nicht... Es wird nicht regnerisch. Aber ich glaube nicht. Bewölkt hat er ja angesagt. Aber von dem her... Ah, ich hatte vorne, ja, da müssen schon die ersten Überrundeten sein anscheinend. Oder zu Überrundeten. Vielleicht hilft uns das ein bisschen, schauen wir mal. Im Normalspeed können wir da schon ein bisschen später bremsen wieder. Noch sind wir auf Protestkurs, habe ich gesagt. Könnte eng werden und spannend ums Protest, dass wir drauf kommen. Und dazu keine groben Schnitzer. Hat alles noch ganz gut bis jetzt eigentlich funktioniert. Ein paar Kleinigkeiten. 1,7 mal auf Schumi. Aber den sehen wir selber in Abstand. Ja, bei so einem engen Rennen kann natürlich die Überrundung auch ganz entscheidend sein. So, plus 2 haben wir noch, ja, aber erst 17 Runden von 57, also bei dem ja.
muss man ein bisschen aufpassen. Der erste Jordan HRT hier. Ja, da fährt er schon komplett raus. Mit viel Glück haben wir jetzt DRS bekommen. Sehr gut. Das ist ein bisschen ein Plus hier. Ah, gute Runde eigentlich. Ja, da kann man auch schon bei 150 jetzt schon langsam. Was ist da los? Kehrt ausgefallen und keiner sagt was. Das gibt's ja nicht. Das darf ja nicht wahr sein. Jedes Mal fällt das beschissene Kehrt aus. Das ist schon ärgerlich, dass es bei jedem Grand Prix ärgerlich ausfällt. So, hier mit der neuen Lackierung. Ketterhemm. Das ist natürlich ein Nachteil jetzt. Wir wissen nicht, ob die Gegner auch da die einen oder anderen Ausfälle haben irgendwie, aber bei Schumacher merkt man da irgendwie dabei noch nichts. Gut, da spielt sich aber nur da ein leicht im Zehntelbereich da eigentlich ab. Da müssen wir jetzt zumindest eine saubere Linie fahren. Ja, 4 Zehntel, ja, ob das jetzt nur das Kehrs war, weiß man nicht. Wollte ich auch das überrunden, ja, geht eigentlich noch. Fünf Zehntel, ja. Ah, da muss der Schumacher überrunden. Sehr gut, jetzt kommen wir wieder ran. Da muss er ein bisschen zurückstecken. Oh, wir sind schon wieder da. Aber ohne Kehrs werden wir da nicht viel ausrichten können, glaube ich. Da müssen wir schon überdurchschnittlich gut aus der letzten Kurve rauskommen. Schaut gar nicht so schlecht aus. Ja, nicht ganz optimal, immer Spur zu schnell. Ja, jetzt zieht er damit Kehrs davon. Wir versuchen hier mal dran zu bleiben. Sehr gut. Das ist angehört, dass wir immer rutschen, weil das nicht vorher sogar Schumi war. Aber egal. Ja, ist klar. Und jetzt fällt es auch wieder lang aus, das Kehrt, ist eh klar. Oh, 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 da raucht es bei Schumi. Oh, 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 was war denn da los? Ja, jetzt war ich zu spät. Das wird man nicht mehr sehen, glaube ich. Doch, da raucht's. Motorschaden mit Schumi, oder wie zu heiß für den Mercedes. Oh, 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 da hinten fährt er. Nein, so ein gutes Ergebnis hätte er da gehabt. Verdammt, verdammt. Ja, unglaublich.
Man dürft Schumi im heißen, in der heißen Wüste den Motor zerrissen haben, den Mercedes. Ja, unglaublich. Ja, und wie spricht wieder für Grosjean für die WM? Mal schade, das wäre jetzt da das gute Duell gewesen mit uns. Der hat genau so einen Speed eigentlich gehabt. ...6-1 Himmel, auch nichts. Die Welt, aber... ...da sind wir jetzt zu weit weg, dass wir hier wirklich rankommen können. So, ich höre den Ingenieur irgendwie nicht mehr. Habe ich den irgendwo ausgeschalten versehentlich? Nein, oder? Alle? Ja, alles eigentlich da. Na gut. Was will er gerade nicht? Oder vielleicht Funkausfall? Sagen wir es einmal so. Na gut, dann machen wir mal 7-9 auf Grosjean. Das passt mit seinen harten Reifen. Das ist einmal guter Vorsprung. Zum Schluss mit ganz leichten Abtumins, mit den harten etwas leichter wäre jetzt mit den harten, glaube ich. Na, schauen wir mal, natürlich sie ja grundsätzlich schneller sind, können sie das wieder ein bisschen relativieren. Oh, 5-5 auf Hamilton, der da überrunden musste und so. Vielleicht kommen wir ja irgendwie ran. Aus geht's, unser Auto hält. Ein Motorschaden habe ich selber eigentlich nie gehabt. Na, letztes Rennen habe ich das in der Wiederholung auch nochmal angehorcht, das war... Hier noch kurz so eine neue Ketterhem vom Design her. Es war Rosberg mit den Motorproblemen, nicht ich. In China, die Durchsage. Fünf Zweifel mitten, ja. Schon mit der anderen Taktik. Ja, jetzt haben wir halt dadurch Schumi quasi ausgefallen ist. Ist jetzt leider in dem Sinne das Rennen jetzt gerade in der Phase. Ein bisschen Fahrt vielleicht zum Zuschauen. Weil jetzt leider direkt der Gegner weg ist, Schumi. Ah, von insgesamt Speed auf Hamilton gesehen ist vielleicht ein bisschen besser, wenn wir den Zweikampf nicht haben. Wenn wir auflegen könnten eventuell, könnte es 4-3 in naher Zukunft eh wieder interessant werden. Und da geht es sogar um P1 eventuell, davon ist er schon. 0-2, violette Zeit, ja, das wird er auch merken, dass wir da aufholen. Mit dem roten Bullen. So, muss er schon wieder ein bisschen Benzin sparen. Oder hat er von Mercedes generell die Anweisung bekommen, ein bisschen Gas rauszunehmen oder Drehzahl? Wegen den Problemen von Schumi da. Was mache ich denn meiner Angst? Meine Güte. Ach so, wir haben ja bald wieder... Na gut, hier unten noch, aber Reifen schon ein bisschen runtergefahren, aber jetzt von 0 auf nix. Der Grip weg, das gibt's auch nicht, oder? Na gut zu wissen, dann müssen wir da... Ja, dann können wir jetzt nicht ganz so pushen. Dann schauen wir mal. Ja, eine Sekunde verloren, sie haben jetzt 4-2 Rückstand auf ihm, naja. Mist, schauen wir mal. Schauen wir mal, was noch geht. Er verliert ja auch im Prinzip. Grip. Aber schon 10 Sekunden hinten, das ist gut.
Hat bis zum Boxenstopp hier herankommen an Hamilton. Achso, der fährt ja hart, oder? Haben wir gesagt. Ja, das ist jetzt taktisch dann gar nicht so gut eigentlich. Ja. Ja, da hat er definitiv dann zum Schluss den Vorteil, oder spätestens dann beim nächsten Boxenstopp. Weil er natürlich dann nur mehr weichen muss. Von den frischeren Weichen hat, ja. Also wenn er bei seinem nächsten Boxenstopp nach vorne ist, dann hat er es definitiv gewonnen. Außer er hat ein Motorproblem oder so. Das ist dann quasi der Key. Dann hat er es gewonnen. Wenn er bei seinem Boxenstopp, den er dann danach hat, vorne ist. Benzin plus 1, ja, obwohl wir gar nicht hier fett drehen. Da müssen wir schon wieder aufpassen drauf auch. Aber jetzt können wir nicht, jetzt müssen wir da voll fahren, was geht. Aber da mit den frischen Weichen. Da müssen wir in die Runden, na 5 Sekunden werden schwer. Müssen wir jetzt schon ein bisschen was gut machen, wenn es geht. Dann schauen, ob wir vor ihm kommen. Das ist unsere einzige Chance eigentlich. Dann können wir es nur versuchen, mit Kehrs zu verteidigen, falls wir irgendwie vor ihm kommen sollten. Ah, 5-2. Jetzt legt er wieder ein Tempo zu, das war wahrscheinlich nur die Überrundeten. Ja, jetzt kann er da frei fahren, da vorne fährt er gerade. Langsam 5-1 und hier 17 langsam in unserer schnellste Runde eigentlich. Na gut, nächste Runde haben wir auch Boxenstopp. Reifen schaut nicht mehr gut aus. Ah, 13 auf Grosjean, das sieht auch gut aus. Na, Grosjean fährt da ganz auf WM Kurs. Ah, solange Hamilton keine Probleme hat, hat Grosjean da, glaube ich, unterm Strich keine Chance gegen ihn. Noch hat er natürlich den Vorteil, dass er Hamilton im ersten Rennen ausgefallen ist. Da war ein Nuller geschrieben. So, nächste Runde mal Boxenstopp. Letzte Mal quasi die weichen Reifen drauf, die da vom zweiten Kuh angefahren sind, eine Runde, aber wenigstens gleich Grip, das ist auch gut. Hier 4, wir holen schon wieder auf Hamilton, oder ist da schon wieder zum Überrunden?
Nein, ist eigentlich gar keiner. Na, schau, der Härtere, wenn er abbaut, ist noch langsamer. Der muss aber jetzt noch weiterfahren mit dem. Hier bei der Einfahrt können wir ein bisschen was gut machen, mehr oder weniger. Indirekt. So, welcher vorletzter Stop. Also wenn es eine zwei Teile wieder gibt, dann könnte es hier der zweite sein. Sehen wir mal. Oder dann doch beim nächsten. Schauen wir mal. Auf jeden Fall für uns geht jetzt raus, so nicht das vergessen hier. Auch nicht die Linie. Aber jetzt ganz entscheidend die Runden jetzt bis zu Hamilton Stop. Mit den mehr oder weniger frischen, ja, das passt. Ah, nicht so gut erwischt hier. Ah, jetzt könnte uns, ja, jetzt könnte natürlich Grosjean hier reinpfuschen, der fährt da ja knapp vor uns. Wenn wir auf den jetzt aufschließen, dann könnte uns der die Zeit kosten, was wir auf Hamilton gut machen wollten. Räikkönen Vierter, Renault ganz gut unterwegs, ganz gut unterwegs. Ja, ich sag immer Renault, Lotus natürlich. Und verzeiht's mir. Aber ihr wisst ja, wen ich meine. 2-7. Oh, war das schon Hamilton? Da hat doch gerade ein McLaren rausgefahren. Da kann doch jetzt schon drin gewesen sein mit den harten Reifen. Das gibt's ja nicht. Das kann ich mir jetzt nicht ganz vorstellen, dass Hamilton jetzt drin war. Die fahren doch 18 Runden statt 13. Hat auf jeden Fall wieder einen harten drauf, wer immer noch da vorne ist. Der Button war doch auch relativ gut unterwegs da hinten. Meinen gelben Helm gesehen zu haben. Ja, da wäre Button aber ganz weit hinten, wenn er das wäre. Vettel fährt jetzt erst auf die Startziel und hat wieder einen hinter ihm, der was er aufhält. So, eins ist klar, wir müssen mal am Grosjean vorbei. Was auch immer Hamilton macht, wissen wir jetzt nicht genau, wenn das jetzt definitiv auch ist. Das lässt uns da vorbei, das ist jetzt taktisch gar nicht gut, so gesehen. Denn jetzt bekommt er natürlich Kehrs. Aber wir werden ja auch nicht auf langsam machen, das ist auch ein Blödsinn. Da bekommt das. Wir haben jetzt eine schnellste Runde und das geht sich bei ihm eh nicht aus. Jetzt ist Hamilton mit wieder harten Reifen. Wir waren mit der schnellsten Runde hier. Der fährt da zweimal hart, das gibt's ja nicht. Ja, da macht er aber einen taktischen Fehler, Hamilton. Na, er war definitiv drin, das werden wir uns dann kurz nachher nochmal anschauen. Komisch. Na, fahren die da bei
Bei McLaren irgendwie auf Nummer sicher, wie auch immer und warum auch immer. Ja, wenn das klar jetzt vorbei und dann, wenn er dann die Weichen aufzieht, dass wir da auf jeden Fall mal vor ihm sind mit einem Vorsprung in der Schlussphase. Ja, da sinkt natürlich jetzt der Abtrieb, das ist auch doof. Dürfen wir nicht ganz so knapp dran fahren. Aber Start und Ziel müssen wir definitiv vorbei. So, jetzt haben wir ihn aber. Ah, das haben wir jetzt gut gemacht, das haben wir jetzt immer vorbei, plus der ist. So, jetzt heißt der Vorsprung rausfahren, ganz wichtig. Violette Zeit schon wieder, sehr gut. Und der 30, da sind wir schon wieder knapp über der Hälfte der Renndistanz. Violette Zeit, sehr gut. Kurze Info. Grosjean war erst einmal drinnen, Hamilton jetzt auch schon zweimal und wieder hart. Und Grosjean erst einmal, verstehe ich nicht, warum da Hamilton früher reinkam. Oder haben wir das übersehen, war da auf weich? Nein, da war doch auf hart. Haben wir gesagt, mit Schumacher hätte man da können noch aufholen oder wie auch immer. Button zweimal, harte Reifenmischung, Alonso weich auf 4, könnte für Button sprechen, je nachdem welchen Rückstoß er hat. Räikkönen auf 6 mit der härteren, Rosberg nur 7. Naja, würde zumindest Punkte machen, Glock unglaublich auf der 8, aber das halten kann, sehen wir dann. Dann die beiden Williams auch auf Punktekurs. Vettel 14, da, sehr gut, knapp vor Massa. Und Schumacher, sehen wir, ausgeschieden. Tja, was das mit den Zwischenfällen auf sich hat, das wird auch niemand. Da habe ich noch nie einen drin stehen gehabt, obwohl da einiges passiert ist. Naja, vielleicht meine eigenen oder wie auch immer. Und wieder schnellste Runde, 37,4, weiter haben wir noch eine, ja, Violett, das ist eine gesamtschnellste Runde. Natürlich am Ende werden es dann die haben, die zum Schluss dann mit den Weichen fahren, die werden dann wieder die schnellste insgesamt Runde haben. Aber es macht nichts. So, der gelbe Jordan HRD fährt auf die Seite. Fünf auf Hamilton. Oh, da vorne der nächste Jordan HRD. Ist mir nicht schön von der Weiten gleich zu erkennen. Der La Rosa nicht hier zum Zittern anfangen.
Ja, es hat sich ein bisschen Zeit gekostet, insgesamt schon eine Sekunde. Hamilton muss aber auch erst einmal vorbei. Runde 32. Wir kommen rein in Runde 39 und holen uns dann die harten Reifen. Ja, flotte Reifen schauen wieder. Leicht verbremst. Ich habe mal 7 Zehntel liegen lassen. Warum ist Alonso ein Dritter? Was ist da los? Man kann schon wieder mal beim Boxenstopp gewesen sein. Ob der da seinen dritten Platz verteidigen kann? Oh schon, ja normal schon. Die anderen sind ja zu weit, insgesamt dann zu weit weg. Wenn das Boxenstopp bereinigt wieder ist alles. So, 2 Sekunden Hamilton, jetzt müssen wir wieder ein bisschen Speed finden. Und ja, eine Runde schon drauf, die Reifen. Gut, hat man aber im Startweg auch die erste Runde. Also, erster Stint. Geht dann schon. Ja, vielleicht hat Hamilton im Qualifying zu viel die Weichen gebraucht, dass er hier zweimal hart ziehen muss. Statt einmal so wie wir. Das ist natürlich jetzt für ihn dann der Nachteil. Aber okay. Sieben auf Hamilton, sehr gut. Kommt schon 7-6 hinter Alonso, aber der hat sicher eine Boxenstopp mehr. Alonso müsste auch demnächst reinkommen, also jetzt irgendwie zweimal hart auch, dann 20. hier Ricardo. Na, das Design fällt noch von Barroso. Scheuerig wäre 19er. Und Grosjean fährt die schnellsten Runden, da will er Zweig drauf haben, ja. Ja, das Thema ist auch nicht ganz durch, Migration natürlich.
Eine 34 von 57. Gar nicht so gute Zeit, gute Überrundung. 4-1 auf Hamilton, das schaut gut aus. Insbesondere, dass er es jetzt noch einmal, zweites Mal die Harten draufgezogen hat, das war key für uns, dass wir da jetzt vor ihm sind, denn ansonsten wäre es ganz hart geworden. So hat er mit dem, weiter hat er sich so eine gute Startposition auch gesichert, da hat er einen Reifensatz mehr verschlissen hat, da ist er dann noch mehr Runden gefahren oder wie auch immer. Deswegen konnte er ihn nicht mehr verwenden, wahrscheinlich über die Distanz. Und ging da auf Nummer sicher. Dass er da statt Risiko und mehr verliert, dann auf sichere 2 vierten Platz geht. Möglicherweise. Na, schauen wir mal, was wieder dann nach dem letzten Boxenstopp also alles passiert, wie schnell da auf einmal die Key wieder wird. Schauen wir mal. Man weiß ja nie. Jetzt reifen wir jetzt auch nicht wirklich besser, aber wir haben schon ein leichteres Auto, das ist natürlich positiv. Zwei auf Hamilton. Das ist einmal so weit ganz okay. Ja, nicht mehr lang bis zum letzten Boxenstopp und dann die harten Reifen. Dann wird es entscheiden. Ja, schon langsam haben wir ein bisschen in Fahrt, obwohl wir die abgefahrenen Reifen haben. Da hier Kovalainen. Also mein hinteren Feld immer eigentlich gut dabei. Ah, 4-8 auf Hamilton, sehr gut. Na schade, das Duell mit Schumacher wäre echt geil gewesen. Er hätte können locker heute auch um einen Sieg mitfahren, mindestens zum Streppchen. Und dann hat er technische Probleme, genau wenn er vorne ist. Naja. So, jetzt dann gleich nochmal 2 Runden bis zum finalen Boxenstopp. Uiuiui, nicht hier. Schlampig werden hier wieder unnötigerweise.
mal gespannt, wie die weißen Harten dann liegen, die Reifen. So, zwei Runden jetzt noch. Ah, da können wir fast eine Spur später bremsen. Das schenkt mir Zeit her. Eigentlich. Na, ja, sind schon 7 Zehntel. So schnell geht's. 4-0, Hamilton kommt auf fast jetzt näher. Das ist natürlich jetzt nicht ganz so optimal. Aber wir haben noch ein bisschen Polster. Auch wenn er jetzt wieder reinfährt, hat er natürlich jetzt dann die Weichen. Das ist natürlich dann ganz schlecht für uns. Da wird der Polster nicht ganz reichen. Ja, ein bisschen zu schlecht gemacht. Drei Neun, das gibt's ja nicht. Jetzt holt er sogar auf. Unser Reifen ist auch am Ende, muss man auch sagen. So, Boxenstopp. Ja, der Ingenieur hat sich irgendwie abgeschalten. Boxenfunk ausgefallen. Keine Informationen. Oder habe ich da nur, vielleicht ist hier ein Video und ich habe ein neues Problem am Headset vielleicht. Warum auch immer. Naja. Nicht so tragisch. Wir sind trotzdem mit Führung. Vielleicht ist das auch besser, wenn wir nicht hören. Momentan sieht es so aus. Entschuldigung, ja, jetzt wird es ein bisschen besser. Jean ist schon wieder Dritter, ja. Na, aber langsam in Rennspeed, Rennintelligenz. Gefällt mir da viel besser wie Vettel. Obwohl er noch weiter hinten ist im Qualifying. Alonso da jetzt letztes Rennen und dieses Mal gut unterwegs, muss man sagen. Er fährt zumindest, so also mal kurz zu stoppen, er fährt da mindestens, optimal schon, Benzinmenge, das muss auch aufpassen. Ja, vielleicht jetzt auch Teil 2, warum er, wann auch immer, könnte jetzt auch möglich sein, nur mal zur Info, aber das werden wir dann eh sehen. So, jetzt geht's auf jeden Fall raus. Oh, ich glaube, das ist Grosjean. Aber der muss noch einmal, der muss definitiv noch einmal zum Boxenstopp. Aber beilassen tun wir natürlich nicht. Aber jetzt entscheidet die Phase hier gegen Hamilton natürlich. Jetzt einmal vor dem Boxenstopp, aber der will jetzt auch demnächst reinkommen. Oh, da fährt uns Grosjean rein, bekommt er... Ja, und weil es uns nicht gedreht hat, bekommt er wahrscheinlich keine Strafe. Boah, uiuiui, fährt uns hier ganz böse rein.
Ist da innen, aber lässt sich dann einfach nach außen tragen. Und lässt uns ja quasi kein Überleben. Ja, kein Platz zum Überleben und... Na gut. Ja, das Blöde ist nur die Zeit, dass wir verlieren gegen Hamilton jetzt durch dieses Manöver. Denn wenn der vorbei ist mit den weichen Reifen dann. Ja, das war jetzt blöd. Wieder Grosjean nach dem Boxenstopp, obwohl er gar nicht unser Hauptgegner ist direkt. Aber er ist natürlich gegen uns kämpft, weil er auch sein Rennen fährt. So, Hamilton glaube ich noch nicht in der Box. Ja, natürlich bei der Einfahrt ein bisschen gewonnen, aber Hamilton fährt noch eine Runde. Beziehungsweise er hat ja hart drauf, da kann er noch länger fahren und dann hat die Weichenreifen noch frischer. Warten wir hinten auf 4, sehen wir mal hier aufblitzen, der ist auch dabei. Oh, ein bisschen Sicherheitsabstand hier gegen den Etterheim. Oh, schau mal, so schlecht werden die weißen Reifen ja auch nicht sein. So, den wir drüber mal drin, das passt. So, sollen wir das Tempo hier finden mit den weißen. Ah, Grosjean mit seinem Manöver könnte uns das Rennen, also den Sieg gekostet haben. Wäre möglich. Speziell wenn Hamilton gleich vorbeikommt nach dem Boxenstopp. Dann hat er uns gekostet. Optimal, ja, da mindestens jetzt bis zum Boxenstopp von Hamilton müssen wir da mal noch weiter mit dem Kers. Mit dem Benzin einmal fahren. Pflicht. Also wenn wir noch im Optimalbereich sind, geht es ja noch, aber wenn es dann rot wird, dann wird es gefährlich. Da müssen wir langsam sparen dann bis zum Schluss. Ja, ein Protest sind wir mal wirklich, also sind wir mal sicher, aber jetzt geht es natürlich. Nachdem vorne eher auf weich ist, Grosjean muss er definitiv in die Box noch. Wir fahren jetzt durch. 6-2 Button, das sollte eigentlich passen. Der kann auch maximal nur mit den harten jetzt sein, wenn er nicht mehr reinfahren. Und wieder das Kers ausgefallen. Das ist ja unfassbar. Naja. Na, das wirft uns noch einmal extra, noch einmal zurück auch. Da müssen wir dann noch mal spezielle saubere Runden hinlegen, dass wir da nicht allzu viel verlieren vielleicht. Wer weiß, vielleicht ist das auch unterm Strich vielleicht sogar besser, ja, da ist schon violett. Wie ich hab's gesagt. Wenn wir uns hier rein aufs Fahren, ohne Kers konzentrieren, vielleicht liegt uns das ja besser. Ach, hier ganz gut rausgekommen. Na, gleichzeitig sparen wir da gleich ein bisschen Benzin auch, das ist gar nicht einmal so verkehrt eigentlich. Und gleich schnell die Runde, unglaublich, mit der Temperatur im harten Reifen drin. Komm, schnell die Runde. Oh, war das Hamilton? Noch zeigt, ja, jetzt zeigt es uns an. Es war Hamilton, es war Hamilton, aber jetzt hinter uns. Das wollen wir jetzt gleich wissen. Wieder auf hart. Ja, der fährt dreimal hart, oder wie? Das ist ja unglaublich. Das ist jetzt einmal trotzdem eine positive Nachricht. Aber warum fährt er nur hart hier? Das ist unglaublich. Ja, vielleicht haben sie da mit den Weichen. Vielleicht liegt er ihnen vom Rennspeed her nicht allzu gut, möglicherweise.
Schlecht ist eigentlich nur wegen Hamilton, aber von mir, vom Gefühl her, mit den Weichen hätte er das Rennen gewonnen. Wenn er unsere Strategie gefahren wäre, dann wäre er uns davon gefahren. So hätte ich die Strategie bei McLaren gewählt, aber vielleicht haben die ja da irgendwelche Daten mit den Weichenreifen, dass sie vielleicht zu aggressiv abbauen oder wie auch immer. Man weiß es ja nicht. Weil auch deswegen der frühere Stopp mit den harten vorher mal. Achso, die Kehrsdrücken haben wir keins. Ja, ist alles möglich. Auf jeden Fall fährt er dreimal hart, Hamilton. Na, ist mal positiv für uns. Außer er hat jetzt den extra Speed hier zum Schluss. Dann ist er auch wahrscheinlich ein bisschen schneller wie wir. Ohne Kehrs, wenn er jetzt da reinkommt, da ist er Gott sei Dank noch nicht drin. 2-1, ja, das müssen wir jetzt halten. Aber jetzt das Kehrs ist natürlich ganz blöd für uns, dass das weg ist. Na, definitiv muss man jetzt vom Ding raushalten, wenn es irgendwie möglich ist. Von der Zone hinten. Aber schon wird definitiv jetzt irgendwann mal reinkommen müssen. Nochmal einen Weichen holen. Hat dieser auch schon gefahren im zweiten Stint. Ja, wieder auf eine Runde oder zwei haben wir jetzt natürlich auch die gleichen Reifen wie Hamilton. Jetzt mal in der Phase auf jeden Fall. Maximal zum Schluss, dass wir da ein bisschen abbauen. Kann ja auch entscheidend sein, aber jetzt in der Phase mal auf jeden Fall gut aufgestellt. Na, ja, das passt noch. Wieder violette Zeit. Na, ja, Grosjean könnte uns natürlich auch wieder aufhalten, falls wir jetzt aufschließen würden. Wenn seine Weichen wären auch dann nicht besser. Noch immer kein Kehrs. Ja, das ist natürlich... Das könnte jetzt auch schon langsam wieder kommen. Wäre ganz nett. Ja, wir halten zumindest den Abstand hier mal auf 2 Sekunden bei Hamilton ungefähr. Mit Kehrs wird man das sogar ausbauen. Ja, so schnell ist man eh nie vorgekommen. Und oh, da schneidet er aber ganz spät rein hier, Grosjean. Und wir sind erst da, das haben wir gesagt. Jetzt bin ich gespannt, aber nur nebenbei, ob Grosjean gegen Button hier den dritten halten kann. Und, ja, da bin ich gespannt. Hier können wir später bremsen. Jetzt hören wir natürlich die Nachricht nicht von Kehrs, aber da schauen wir eh dauernd drauf, ob wir es wieder bekommen oder nicht. Benzin optimal, da müssen wir auch aufpassen. Jetzt rutsche ich einfach da raus. Warum? Das erste Mal da raus. Leicht. Man hat wirklich was verloren, aber trotzdem verstehe ich es nicht. 3 Sekunden, das müssen wir halten. Räikkönen fährt da mal eine schnellste Runde. Alonso wieder Dritter, Ja, da könnte Grosjean, aber dass der Alonso jetzt über die Distanz hier das verloren hat gegen Grosjean, also Grosjean gegen Alonso verloren hat, dann hat Alonso aber da einen Meisterstück abgeliefert. Will ja doch ein Mörtchen mitreden. Ja, die wählen wohl doch nicht, oder? Zumindest versucht das. Ja, eine bessere Startposition wäre hier ganz vorne dabei, Alonso. Ah, Kehrs ist wieder da. Kehrs ist wieder da. Benzin aufpassen. Ja, Hamilton. Oh, 1,1. So, war er jetzt 1 Sekunde gewonnen. Ui. Der ist, werden wir wohl nicht erwischt haben hier vom... Nein, haben wir nicht. Oh, ganz hartes Rennen jetzt gegen Hamilton. Ja, ein Marussia oder Toro Rosso, weiß es nicht. Ganz harte letzte 10-11 Runden jetzt hier gegen Hamilton. Benzin, ganz entscheidende Frage, ob wir da dann zurückstecken müssen ein bisschen.
Was hat Hamilton seinerseits? Wir werden uns natürlich bis zum Schluss jetzt ausreizen. Das können wir eigentlich eh fast nicht machen. Raikön hier, eine nach der anderen, aber der ist natürlich zu weit weg. Ja, es ist gut, Alonso ein Dritter ist, man nimmt da hier Grosjean, aber Punkte wieder weg auch. Wir könnten zur Führung ausbauen, aber das ist jetzt noch weit entfernt. Ja, sehr schön, da haben wir noch Abstand. Pick hier lässt schön vorbei, da wird auch Hamilton vorbeilassen. Da wird es keine Probleme geben. Alles raus, was wir haben. Der Hamilton lässt da nicht locker, ist da auch brandgefährlich. Wie gesagt, wenn er da die gleiche Strategie mit den Reifen, wie wir gefahren werden, ohne Probleme, dann wäre er hier vorne weg gewesen. Jetzt nicht Welten, aber 10 Sekunden könnten schon insgesamt sein, dass er, was er haben könnte, denn er hat ja da am Anfang ja, 6, 7 Sekunden Vorsprung gehabt beim ersten Boxenstopp. Wenn er dann zweimal weich genommen hätte, mindestens vorher schon gehalten hätte, wie ein bisschen Zweikampf mit Schumi und so, wäre es locker hier auf 10 Sekunden, hätte er können ausbauen, das hätte er ganz locker gewinnen können. Ja, aber Freiwilligkeit fährt er keiner, dreimal harten Reifen, also da muss schon ein Grund dabei gewesen sein. Boah, hier auf der Kurve extrem schon die Bremsspuren, da der eine oder andere hat sich da schon sehr reingeschliffen hier in die letzte Schikane da hinten. Rosberg mal mit der schnellsten Runde, den haben wir auch hier nie aufblitzen sehen, da unter den ersten Vieren. Gut, ist auch weiter hinten gestartet, muss auch sein, aber nach vorne ist er auch nicht wirklich gekommen. Ist aber nicht leicht hier auf den Kurs, muss man auch zu sagen, eine Sekunde. Ja, wir hören natürlich auch nicht, wenn er hier auf Fett dreht oder so vom Ingenieur. Jetzt könnte er natürlich aufdrehen und dann kommt er natürlich näher. Da wird es gefährlich. 10 Runden noch. Ja, noch geht's. Und Grosjean wieder Dritter, ja. Aber entweder war da jetzt Alonso drinnen oder er hat ihn überholt. Auf jeden Fall, dass mit der Theorie, dass Alonso hier Grosjean Punkte wegnimmt, wird nicht aufgehen. Oh, jetzt kommt der Hamilton. Jetzt legt er zu. Jetzt, wahrscheinlich hat er jetzt das Fettgemisch aufgeregt, denn wir haben jetzt nicht irgendwie stark nachgelassen oder so. Und Grosjean, schnellste Runde. 35-0, unglaublich. Ja, mit den Weichen kann man da jetzt schon sehr Gas geben. Oh, das wird eng. Das wird eng hier gegen Hamilton. 14 Grosjean, das geht sich sicher aus. Ja, wir fahren gleich ein bisschen raus. Ah, Kehrs aufhaken bitte. Oh, da ist auch ein bisschen Schleudern gekommen hinten. Vielleicht hat er jetzt das Fettgemisch aufgedreht, aber das kann er wenn dann auch nicht ewig einschalten. Schauen wir mal. Weil ist er weg, na, zahlt sich nicht mehr aus, müssen wir schon verteidigen auf der Zielstart und Zielgeraden. Ja, unglaublich dramatisches Rennen hier in Bahrain. Bönnebaum mit seinem Repul, kann er hier den Sieg über die Linie bringen oder nicht? Oh, leicht gerutscht hinterm Heck, war nicht gut. So, jetzt alles raus, was gibt hier an Kehrs. Da ist er verdammt nah dran. Kommt er? Aber ungefähr ein bisschen Kampflinie. Geht sich jetzt noch raus? Ja, nicht. Oh! Jetzt fährt er uns wieder hinten drauf. Das darf ja nicht wahr sein. Das ist wirklich das Spiel hier. Ja, unglaublich. Unglaublich unnötig hier. Ja, da hat er aber schon gebremst gehabt. Also das ist jetzt das Spiel. Wenn er uns hier drauf fährt. Ja, was macht er da? Was macht er da? Beim Rausbeschleunigen fährt er uns schon drauf. Das ist ja unglaublich. Nur wir nicht ganz in die Linie, glaube ich, gehabt haben.
Ja, das ist aber lächerlich. Das ist lächerlich. Da nehmen wir auf jeden Fall eine Wiederholung. Und versuchen Sie mal so. Ja, jetzt passt es. Naja, aber das war nicht Fahrfehler, die gepasst, sondern mit rausfahren ist uns dann reingefahren. Weil wir nicht ganz die Speed hatten, aber wie auch immer. Aber so Ding sind wir nicht gefahren, also. Naja. Und der 49 von 47 auf jeden Fall. Einen kleinen Fehler haben wir da ein bisschen korrigiert jetzt. Ah, da hat er leichte Probleme gehabt. Vielleicht können wir das jetzt mal in der Runde mal nützen. Dann hätten wir schon mal eine Runde wieder geschafft, wo wir ihn hinter uns haken können. Aber der hat ja auch harte Reifen, ich verstehe das nicht. Ah, das geht sich jetzt glaube ich aus. Ganz wichtig, mal vor der Sekunde rausbringen. Ah, nicht ganz optimal rausgekommen, aber das reicht glaube ich. Für die Runde mal. Aber wer fährt da? Das ist ja nicht Grosjean hinter Hamilton, oder? Oder sehe ich schlecht? Hat er nicht irgendwas mit 14 Sekunden Rückstand gehabt? Gerade 11 Sekunden, wer ist da hinter ihm? Hä? Wollt ihr denn Nachzügler mit weichen Reifen? Ist der so schnell hier? Oh, grüner Sektor mal, das ist gut. Ah, Dramatik pur hier in der Schlussphase, letzten 7 Runden. Schaut noch einmal Rusche aus. Ja, wenn ich jetzt... Na, ja, hätte ein bisschen gleich und dann in der zweiten auch. Ja, ist aber gefährlich. Eben, wenn das dann passiert, dann haben wir keinen Kehrs mehr auf der Geraden. Halt wieder dran, jetzt wollen wir keinen Kehrs zünden. Dann entscheidet hier mal rauszukommen. Ja, das ist gut aus. Das ist gut aus so. Mal in der Runde. Vor dir sind langsamere Fahrer. Vorsicht beim Überholen. Sie sollten dich vorbeilassen. Boah, kann schon 11 Sekunden, ja, der mit seinen Weichen. Ja, vielleicht schließt er sogar noch auf. Aber genau deswegen ist das nicht die gute Strategie, wenn man das wieder aufholen muss. Wenn man da vorne ist, muss man hier alles gleich an weichen Reifen raushauen, was man kann. Das ist meiner Meinung nach fast die bessere Strategie, wenn man zumindest vorne ist. Wenn man hinten ist, kann man da sicher das eine oder andere probieren. So, während Platin uns das jetzt ein bisschen beim Überrunden. Ah, das ist schon hinter uns. Da haben wir mal nicht viel gebracht. Oh! Ah, minus 1. Da müssen wir jetzt in Infield. Wir glauben, dein Hintermann fährt jetzt mit voller Drehzahl. Ah, der Ingenieur ist wieder da. Jetzt fährt er volle Drehzahl. Ja, ganz optimal, wo wir minus 1 haben. Jetzt stehen unsere Karten natürlich ganz schlecht. Schlechter geht's gar nichts, wie das bis jetzt. Der Geraden müssen wir auf jeden Fall aufdrehen. Mindestens auf Standard. Ja, jetzt ist er glaube ich dran. Jetzt ist er ganz gut rausgekommen und mir ganz schlecht.
Ja, geht sogar aus, wenn wir das so schaffen. Ich war hier früher hier ein bisschen schneller, die Kurve zu nehmen, dass man nicht da hinten reinfährt. Oh, jetzt fährt er aber hier Schlangenlinien. Ich muss hier auf Mager fahren. Ich hoffe, hier attackiert er mich nicht irgendwo mit einer... Na, aber ich kann nicht anders. Mit einem Überraschungsmanöver hier irgendwo dazwischen. Hier die Gerade rauf, müssen wir da ein bisschen... Nur keine groben Verfehlungen hier. Optimal schon wieder, das ist sehr gut. Na, können wir hier mal auf jeden Fall das Stand-up gehen. Hier überholt er uns eh nicht. Das dürfte sogar ein bisschen weiter weg sein von ihm wie vorher. Ohne 53 und 47, wir sind immer vor Hamilton. Ja, das könnten wir so schaffen. Ich will nicht verschreien. Darauf haben wir noch hier. Oh! Falscher Winkel. Auweh. Ah, traut er sich eh nicht. Sehr gut, jetzt hat er ein bisschen verloren. Nähert sich jetzt ein paar langsameren Autos. Versuch schnell vorbeizukommen. Oh, ein bisschen sparen jetzt noch. Ja, hier raus, ganz entscheidend. Achte auf den Fahrer hinter dir. Der Abstand beträgt weniger als eine Sekunde. Ja, weiß ich. Überholversuch DRS nutzen. Hat auch die Drehzahl jetzt fürs Rennen ganz optimal eingestellt. Also für den, fürs Verteidigen zumindest. Er sollte Platz machen und dich vorbeilassen. Ja, da kommt schon blaue Fahne, Ricardo, sehr gut. Noch nicht zu vernachlässigen, Grosjean, falls der da irgendwo daherkommt. Hamilton liegt knapp hinter dir. Lass nochmal eine Standardrunde wieder. Wir glauben, dein Hintermann fährt jetzt mit voller Drehzahl. Ja, wie viel Benzin hat der bitte? Das gibt's ja gar nicht. Unglaublich. Das ist Charles Pick, glaube ich, hinter Hamilton. Der kann da mit seinen, ich glaube, Welgenreifen sogar mitgehen mit unserem Tempo. Oder ist der mit Marussia heute mal im Rennen auch so in Speed? Nein, das gibt es ja gar nicht. Ein Dritter kann er nicht sein, der muss mindestens eine Runde Rückstand haben. Na, Grosjean, bin ich jetzt gespannt. Ja, da sehen wir es da noch nicht, aber dahinter könnte er schon sein, da an die 5 Sekunden. 7-9, ja. Aber 54 über 57, das wird er wohl nicht mehr ganz schaffen. Vielleicht kommt er noch ran, aber... So, raus hier. Ich hoffe, es geht sich jetzt jedes Mal noch aus. Volles Chaos gegen Hamilton, ja. Ja, dann wird es auch hier grün und blau ärgern. Jetzt kommt er wieder... Ja, wer kommt nicht so stark ran hier mit dem Speed? Ganz entscheidend hier unser Top-Speed. Der ist wichtig. So, hier jetzt richtig mal einfahren wieder hier, wie vorher.
Ja, Sicherheitshalber wieder kurz auf Mager drehen, wenn wir da eh vorne sind. Aufpassen, nicht hier noch einen Fehler machen. Ja, warum das so viel schneller ist hier? Gut, mit Fettgemisch, aber... Ja, da attackiert ihn schon der Marusha hinten. Das ist erschreckend, dass der da eigentlich schneller kann. Obwohl hier die anderen überholen wir auch alle. Warum ist der Marusha da so schnell unterwegs? So, zwei Runden noch. Das müssen wir doch schaffen. Und Hamilton hier voll im Genick. Schaut mal der Reifen so allgemein aus. Ja, geht eigentlich. So, vielleicht haben wir jetzt ein bisschen Glück mal überrunden. Ja, Hammer. Oh, das war sehr wichtig. Das war sehr wichtig. Grandchamp, 6 Sekunden. Ja, der kommt näher, natürlich. Aber wie ich mir gedacht habe, hat seinen Platz gehalten. Alonso somit maximal Vierter, aber... So, jetzt riskieren wir es hier, dass er mal raus... obwohl eigentlich Blödsinn. Denn es ist eigentlich immer gut gegangen, auch wenn er rankommen sollte oder nicht, aber... Wenn wir einen Fehler machen, dann ist er dran und dann könnte er uns auf der Geraden überholen. Das wäre eigentlich Blödsinn. Boah, das ist jetzt ein bisschen, naja, das ist ein bisschen Risiko von uns. Das war jetzt wirklich blöd. Wow, was geht? Könnte noch mit einem blauen Auge, können wir noch davor kommen. Ja, geht sich gerade aus. So, letzte Runde hier über rein. 57 Runden. Das knallharte Duell hier gegen Hamilton. Der wieder mal im letzten Stint extrem schnell unterwegs ist. Aber wie sogar so vor ihm war, nicht jetzt in der letzten Runde noch ein Dreher. Da haben wir uns das so gut geschlagen eigentlich bis jetzt. Also wenn jetzt kein Überraschungsmanöver mehr macht, haben wir das eigentlich, das Ding. 4-7, Grosjean aber auch näher mit seinen Weichen. Aber jetzt auch nicht so extrem schnell eigentlich, es geht eigentlich. Gut, ich muss noch ein bisschen Benzin sparen. Boah, was war denn da jetzt? Nein, jetzt fährt er vorbei. Das gibt's ja nicht. Jetzt sind wir am Körb hängen geblieben. Ja, das glaube ich ja jetzt überhaupt nicht. Jetzt fängt der Motor zum Stottern an. Du kannst mit der Spitze mithalten. Das ist ja nicht zu fassen. Da fängt es uns am Körb und dann fährt er vorbei. Ja, in der letzten Runde. Eieiei. Zweiter Platz. Hervorragende Leistung. Ja, die Punkte haben wir jetzt hergeschenkt gegen Hamilton. Ja, da müssen wir uns bei den anderen ein bisschen zusammenreißen mehr, aber
Ja, aber gerade in der letzten Runde hier leichter. Da hätte man müssen nicht einmal mehr hier auf Ding fahren. Da machen wir hier den Fehler. Das gibt's ja nicht. Ja. 5 Zehntel. Ja, aber es wäre sich auch, wenn man jetzt Benzin. Wenn das Benzin in den letzten 10 Metern nicht ausgegangen wäre, wären wir auch nicht vorbeigekommen, hätten wir vielleicht 3 oder 2 Zehntel. Aber vorbeigekommen wären wir nicht. Grosjean hier 5 Sekunden Top-Rennen auch von Grosjean, muss man sagen. Alonso hier fast der Mann der Runde, eigentlich kann man sagen, mit dem 4. Platz. Button, ja, hat eigentlich noch einen Platz mehr gut gemacht, die Fernando Alonso auf 5. Räikkönen von 8 auf 6 wurde aber von Alonso und Button überholt. Das war dann nicht ganz so die Top-Leistung von Räikkönen, aber solide Punkte. Dann 7. Rosberg ist eigentlich als 5. gestartet, der hat da also von den ersten 7 eigentlich am meisten verloren. Nicht ganz geschafft. Hat auch 10 Sekunden auf diese Gruppe da mit Alonso, Button, Räikkönen gehabt. Also hat er nicht ganz den Speed gehabt, Nico Rosberg diesmal. Kobayashi hier von 12 auf 8, ganz gut gewesen. Timo Glock, das auf jeden Fall eine Überraschung. Der Marussia hier, 2 Punkte für Timo Glock. Maldonado 10. Vettel 13. Das ist noch zum Erwähnen. Sollte man schon weiter tun, dass es das eine Take ausgeht. 1:35 war das Ganze. Rennen, das könnte sich dann ausgehen. So, wir sind noch erster 11 Punkte vor Hamilton. Na, wenigstens bleibt es da jetzt ein bisschen spannend, wir sind nicht zu weit weg. Von dem her passt das. Grosjean hier knapp allerdings vorbei können, obwohl der ja doch gut dabei ist, obwohl er jetzt heute nur 6. war. Alles okay, Vettel diesmal leer ausgegangen, schade, ja, da hätte er können mindestens da um Platz 3 weiter mitreden oder auch um Platz 1 fast, wenn er da vorne gewesen wäre. 49, 59 oder einen 2. Platz, ja. Mindestens um Platz 3 mit Grosjean wäre da dabei gewesen. Alonso jetzt wieder gut gepunktet, der ist schon dran, wieder an Vettel. Aber man sieht es hier unterm Strich zu schlecht. Rosberg, Schumacher sind nicht konstant gut unterwegs leider. Button ganz schlecht gestartet, von denen habe ich ganz viel mehr erwartet, muss ich ganz ehrlich sagen. Der ist da im Qualifying plötzlich nicht mehr ganz so schnell hier am Anfang der Saison. Witzigerweise, ja, das überrascht mich auch, dass Button dann nicht so gut abschneidet. Ja, und dann zweimal sauber, Williams, was in India, Marussia hier, 2 Punkte von Timo Glock, das ist wichtig für die Konstrukteure. Da sind wir auch erster vor Lotus, McLaren, Mercedes, Ferrari. 2 Punkte vor aus India und 2 Marussias werden hier sogar vor denen gewertet. Sensationeller. So, schnell weiter. Kurz zum Aussteigen noch hier, ja, 2. Platz. Hamilton. Ja, unser Fehler, hat sich auch verdient, war auch ganz schnell und vor allem mit den harten Reifen hat er sich dann auf jeden Fall verdient, da war er mal einiges schneller wie wir. Er hätte nur mit den Weichen, hätte er sicher 10, 20 Sekunden Vorsprung gehabt auf uns. Aber Gratulation, ja. Unterm Strich sind wir zufrieden, WM führen das immer noch. Und nächster Rang. Ja, aktuell sind wir vorne. Tolle Podiumsplatzierung. Reifenverschleiß ist gut. Oh Gott, Regen in Katalonien. Beförderung aus selben Status. Schon wieder. Okay. Achso, 25. Warum ist das da oben? Auch komisch. Eieiei. Regen in Katalonien wird wieder um die 50% wahrscheinlich sein. Schätzungsmotiv, okay. Können wir schon mal seelisch drauf einstellen. Müssen wir nur schauen, ob wir da Legende oder normal fahren. Das werden wir alles noch. Mal schauen, wie der vorige Prix da im vorigen Jahr gelaufen ist. Weiß ich jetzt nicht auswendig, werde ich mir aber gleich anschauen. Ja, hiermit schauen wir gleich mal zum Schluss kommen, dass es wirklich ausgeht, eventuell mit dem Deck. Ja, hier mit der Wettung. Wir treffen uns wieder in Barcelona nächste Woche dann. Höchstwahrscheinlich am Dienstag, einmal so geschätzt. Ja, danke fürs Zuschauen. Bis bald in Barcelona. 3. Saison.
ganz okay, ganz spannend, glaube ich. Zielweltmeister natürlich. Hauptgegner Hamilton, Grosjean. Räikkönen, Vettel, Alonso. Unterm Strich zu langsam, zu wenig Punkte. Auch Schumacher. Der Pech gehabt heute im Rennen, muss man auch sagen. Button schwächelt dann auch am meisten von den Topfahrern und Vettel und Alonso, die drei. Aber Hamilton und Grosjean mit dabei. Da ist alles möglich. Die sind die Hauptgegner. Bis bald in Barcelona. Ciao, ciao.